willkommen heute am 22. Dezember, kurz vor Weihnachten. Heute geht es nochmal mit einem Sonic-Teil weiter hier auf dem Game Gear im Adventskalender. Und zwar der erste Teil von Sonic the Hedgehog. Wir haben ja schon drei Sonic-Titel hier gehabt im Adventskalender. Und auch hier braucht das Spiel wieder eine Spezialbehandlung. Dabei hatte ich eigentlich alle Module vor der Aufnahme, das klang nicht gut, vor der Aufnahme ein bisschen sauber gemacht. Hat anscheinend nicht gereicht. So, Green Hill. Also ich muss sagen, ich liebe diese Musik, dieses Musikthema. Also auch gerade auf dem Mega Drive klingt das richtig klasse und ist eine super geniale Komposition. Sehr schön. Aber ich muss sagen, auch der Teil spielt sich kurioserweise, finde ich, ein kleines bisschen besser als als Teil 2 und der Triple Trouble. So eine Chaos hatte ich ja auch schon gesagt, dass mir der ein bisschen das ist ja auch hart. Wenn da ein einziger Ring nur rausfällt, mit dem man wieder sammeln muss, bevor man kaputt ist, das ist hart. Das finde ich, wie gesagt, ein großes Manko an der Game Gear Version, plus der recht kleine Bildausschnitt. Oh Gott, das war Schild und schneller laufen. Das macht schon Spaß hier. Das macht schon Spaß, der Teil. Wie gesagt, kurioserweise finde ich, spielt er sich. Hallo? Kleines bisschen flüssiger sogar noch. Also auch vom Scrolling, wenn Sonic nach unten fällt, das fand ich sehr ruckelig irgendwie in. Ich weiß nicht mehr, ob es Triple Trouble oder Teil 2 gewesen ist. Wobei das ja eigentlich der erste sein müsste, der fürs Game Gear erschienen ist. So, Bonus Stage. Sehr schön. Die gab es, glaube ich, im Mega Drive-Spiel nicht. Den ersten Teil auf Mega Drive schon lange nicht mehr gespielt. Boah, was ein Scrolling, Wahnsinn. Wahnsinn. Immerhin 73 Ringe. Schön gemacht hier, finde ich, mit dieser Auswahlkarte am Anfang. Also nicht, dass man was auswählen könnte, aber es ist eine Karte. Nein. Na, okay. Das ist natürlich eine Falle. Wir können uns hier im ersten Teil noch nicht zusammenrollen. Und als Kugel weiter. Weiter rennen. Auch hier eine Falle. Mal wieder irgendeinen Ring aufnehmen, wollte ich gerade sagen. Nein, da wollen wir nicht hin. Also das ist so ein Ding. Ein Ring, den man wieder einsammeln muss. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es geht, dass man ihn überhaupt einsammelt. Ja, und das war's dann. Nee, dann lieber die Mega Drive-Version, muss ich gestehen. Weil das kann einem schon so ein bisschen den Spaß haben. Das macht es natürlich umso schwerer vor allem. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt lang müssen. Ja, kurioserweise. Ich dachte, es würde immer nach rechts gehen. Aber hier müssen wir jetzt anscheinend nach links. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, wo es lang geht. Und zwar hier. Jo. Wenn die Taste nicht will.
bewegende Plattformen. Das ist, das liebe ich ja in Videospielen. Jo, geschafft. Ihr hört das Knarzen des Steuerkreuzes. Nein. Und wir können diesen Ring nicht mehr aufsammeln. Der blinkt und ist weg. Ja? Boah, hart. Aber immerhin geschafft. Und der Endboss. Den gucken wir uns noch schnell an. Oh, extra Leben. Ja. Das hat's ja vollgebracht. Wahrscheinlich haben wir zurückgemusst. Also man darf nicht zu spät abspringen. Ja, auch ein sehr linearer Level hier zum Endgegner natürlich. Ganz einfach schon mal wieder von unten. Sagen, tut er auch irgendwas? Oh ja. Wo ist er denn? So, geschafft. Zack. Und unsere Freunde befreit. Ja, also wie gesagt, das ist so ein Spielprinzip, was ich nicht so toll finde hier mit den Ringen. Das macht es sehr viel schwerer. Wobei es nicht ultra schwer ist, Gottes Willen, aber das gefällt mir auf der Mega Drive-Version deutlich besser, dass man da mehr die Möglichkeit hat, nochmal wieder seine Sachen einzusammeln. Jo, das wär's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.